So, ich habe die Box einfach mal, die restliche Box ausgekippt und sortiere das jetzt einfach mal für euch. Das war auch eine Art Lippenstift. Das ist irgendeine blöde Schnalle, die kann weg. So, das nehme ich jetzt mal als Müllteil. Ja, das Ding hatte ich auch schon mal vorgestellt und ich weiß bis heute nicht, was das ist. Ich dachte erst, dass das eventuell die Spitze von der Schreibfeder ist, kann aber nicht sein, dafür ist es zu groß. Dann habe ich überlegt, ob das eventuell was die Spitze eines Grammophons ist. Tja, wenn das einer weiß, wie immer, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Das ist irgend so ein blöder, unechter Schmuckarmreif. Ich glaube, das Ding gehört zu mir, das habe ich ja nie gefunden. Das ist mir von meiner Jacke abgefetzt. Also, das kommt erstmal zurück. So. Wie haben wir denn hier noch Licht? Ach, eigentlich reicht das, wa? Jetzt werde ich mal ein bisschen Kohle aussortieren. Das ist wieder DDR-20 Pfennig. Alle DDR-20 Pfennig, das auch. Das ist Euro, Euro, Eurocent, Knöppe, Knöppe. Angelblei, klar, findet man viel, weil ich ja auch recht viel an Stränden. Sonnle, das sind alle Knöpfe. Was ist denn das? Was ist denn das für ein komisches Dingens? Oh, da sieht man eine 5. Und ich meine, anhand der 5 zu erkennen, dass das 5 Reichspfennig sind. Ja, hier ist auch das Kreuz zu erkennen. Und zwar das Hakenkreuz. Da. Mit ein bisschen Fantasie. Man das, also man sieht auf jeden Fall den Reichsadler und das ist halt dieses Reichskriegsgeld, ja, was aus so einer ganz beschissenen Legierung besteht und deswegen sieht diese Art Kohle immer fertig aus. Das hat schon tausendmal erzählt. Ich weiß, das tut mir auch wirklich leid, wenn ich mich da immer wiederhole. Das ist von der DDR-Badehose ein Abzeichen. Hier haben wir einen kleinen Schlüssel. Ja, aber das finde ich auch sehr merkwürdig, das runde Teil mit dem Eurozeichen drauf. Was ist das? Weiß ich nicht. Das sind wieder, nee, das sind 20 Cent, 10 Cent. Auch ein ganz merkwürdiger Schlüssel. Hatte ich, denke ich, auch mal in irgendeinem Video erwähnt. Das scheint hier von einer Uhr oder so. So ein Verstellband zu sein. Das ist ein Geschoss. So, kommt mal alle darin. So. Ja, das haue ich jetzt erstmal alle darin. Und das sind Sachen, die muss ich dann irgendwie wegsortieren. Das ist ein Messer, das kann weg. Cent. Ja, zu dem Teil wollte ich noch mal was sagen. Da denken immer ganz viele, und ich habe das auch ganz lange gedacht, dass das ein Knopf ist. Das ist es nicht. Das sind Teile, die bei einer Patrone in der Hülse stecken. Ich denke mal, dass das eine Platte ist, die das Zündplättchen von dem Pulver trennt. Ich bin mir da ziemlich sicher, aber wie immer, ich würde niemals behaupten, dass das die absolute Wahrheit ist. Wenn ich da vollkommen falsch liege, teilt mir das mal mit. Und da das jetzt wirklich nichts Besonderes ist, schmeiße ich das auch weg. So, diese Cent-Dinger kommen hier hin. So, das kann auch weg. Das hatte ich nur behalten, weil da auch die RGM irgendwie drauf stand. Kann ich mich eigentlich noch erinnern? Wo ist es? Da. Ja, und deswegen möchte ich das auch behalten. So, das räume ich jetzt wieder weg. Ich halte das Video kurz an und dann geht es gleich weiter. Ja. Ja, jetzt dachte ich mir einfach, dass ich euch mal zeige, was ich mit den aussortierten Sachen mache. Also die sortiere ich dann halt hier meine Box ein. Ja? Ich habe zum Beispiel was Knöpfe angeht. Habe ich mehrere Fächer, das sind die ganzen Knöpfe, wo nichts weiter drauf steht, ja. Und das sind die Knöpfe mit Schicki drauf. Kommen darin. Könnte man sicherlich auch noch ein bisschen besser sortieren, Preußenknöpfe und so weiter. Aber für mich reicht das erstmal. Irgendwo habe ich auch noch ein Fach, wo meine Russenknöpfe drin sind. Ich glaube, das trage ich unter dieser Medaille aus der DDR, Bronzemedaille. Kann natürlich nicht ich gewesen sein. Klar, bei mir wäre die Diamanten. Die goldene natürlich. Nee, ist ja jetzt. Ist, ja, ein bisschen Quatsch, was ich wieder erzähle. So, hierin.
Jetzt wollen wir hier nicht weiter lamentieren. So, jetzt zeige ich euch einfach nur mal gezeigt, wo ich das einsortiere. Kurz. So, jetzt wüten wir uns mal durch eine ganz wilde Box. Das sieht zwar alles erstmal ziemlich nach ohne Funde aus, aber ich weiß, dass hier eben auch Funde drin sind. So, hier muss ich jetzt auch hart aussortieren. Feuerzeuge, ja, hätte ich gerne hier reingepackt, aber wie ihr seht, ja, ich kaufe mir ständig Feuerzeuge, als ich noch geraucht hatte. Ja, aber irgendwie habe ich zwar tausende Feuerzeuge, aber wenn ich rauchen wollte, war nie eins da. So, mein altes Handy kann weg. So, das ist alles, Gott, auch aus Polen. Und deswegen funktioniert es noch so super im Miani. Geht das überhaupt noch auf? Jetzt mache ich hier schon wieder Sachen, die ich eigentlich nicht machen sollte. Wie war denn das überhaupt? Wie ging das überhaupt auf? Da gab es einen Trick. Achso, das musste hier hoch, glaube ich. Und jetzt hier hochdrücken. Ui, 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 ganz gefährlich. Ich meine, das Ding sieht schon abgefahren aus und das ist es eigentlich auch. Ich muss es einfach nur mal auseinanderbauen und das hier richtig festschrauben. Das Ding ist eigentlich schon ziemlich cool. War auch nicht wirklich teuer und die fehlende Qualität merkt man schon, aber ich denke, dass man das trotzdem irgendwie hinkriegt. So, hier sind bestimmt. Jetzt kommen erstmal die ganzen Feuerzeuge raus. Mal hier rein. Tja, ne, die schönste Rosenschere der Welt habe ich auch im Wald gefunden, in der Nähe von einem von so einem Gartengebiet. So, das sind hier meine Säuberungszahnbürsten. Ja, das Ding finde ich auch total geil. Ja, das ist eine Wasserspritze, logischerweise aus Messing. Und die werde ich auch mir wieder zurecht basteln. Ja, ich habe schon angefangen, die ein bisschen zu säubern. Hier ist ein. Ui, man kann ja so richtig korrekt reingucken. Also das Ding ist ganz primitiv aufgebaut, aber ich finde, wie ihr sagt, ich finde so diese alten Qualitätswerkzeuge von früher aus Messing und so, ich finde die klasse. Überlegt euch mal, wie lange das Ding im Boden lag, ja, und wie toll das noch aussieht. Das kann man ganz locker auseinanderschrauben, ein bisschen ölen. Dann funktioniert die wieder. Das größte Problem wird sein, dieses Stück hier hinten rauszukriegen, aber auch das wird kein Problem sein. Das wird erhitzt und dann kriegt man das raus. Finde ich ganz irre, das Ding. Ach so, und hier meine Silbergabel. Ja, lag mal so zwischen dem Müll. Das ist echtes Silber. Aber hier war auch so eine merkwürdige Punze drauf. Aber das ist immerhin eine. Ja, eine 100 steht da ganz schlicht und einfach. Aber da ist auch eine richtige Herstellerpunze mit bei. Ich muss die größer kriegen. Da würde mich nämlich auch interessieren, ob einer weiß, was das für ein Hersteller ist. Und dazu müsste man erstmal das Vieh erkennen. Ich hatte das aber eigentlich schon mal erkannt. Wo ist er denn jetzt da? Ja, was ist denn das? Was ist das? Also könnt ihr das erkennen, was das ist? Mich da gerade so ein bisschen schwer, aber ich hatte das schon mal. Ach doch, jetzt sieht man doch eigentlich ganz gut. Jetzt müsste ich mal mit diesem Zittern aufhören. Ich glaube, ich muss erstmal ihn saufen. Natürlich nicht. So, das ist nur 100. Was ist das für ein Vieh? Vor allem soll das da vorne, das Dunkle, so wie ein angedeuteter Schatten sein? Also, was soll das für ein Vieh sein? Ich erkenne da ja keinen richtigen Kopf. Na gut, ich denke, wenn einer die ganzen Silberprunzen kennt, würde er auch das Vieh erkennen. Und wie gesagt, würde mich total interessieren, was für ein Hersteller das ist. Ja, und diese Gabel, die hat ganz einfach hier an unserem Strand gefunden. Ja, die lag da einfach so 5 cm unterm Rasen. Ich denke mal, die wird irgendjemand mitgenommen haben, um seine Erdbeeren da aufzufuttern. Ja, das wird ein ganz einfacher Grund sein. So, hier hatte ich mal ein A gefunden, wahrscheinlich von Adolf Hitler. So, ist hier noch irgendwas Interessantes? Eine Messing, Flügelmutter, sowas hebe ich immer auf. Gibt, wie gesagt, so Buntmetallsachen, die sammle ich alle. Nee, hier ist Tatsache nur schwer dabei, das sind so Euros. Nö, war jetzt ja nicht schwer dabei, außer eben die Bienensachen. Aber, mach das nochmal schnell hier drin. Aber, wie gesagt, diese Spritze, die finde ich schon ganz. Ganz grandios. Was haben wir denn hier eigentlich? Achso, das Ding, das Zeug müsst ihr da kennen. Da werde ich jetzt auch gar nicht groß auspacken. Das sind so meine letzten Funde. Ja, das, die Glocke.
Oh, ist das schön. Dann ein Gardinengewicht, wie mir mitgeteilt wurde, was so ja auch einen gewissen Wert hat, ja, zwischen 20, 30 Euro. Und hier drinnen kann man so ja noch die Schnur sehen, wo dran das dann offensichtlich so hing. Ja, 20, 30 Euro war mir überhaupt nicht klar. So, diese Teil, wo ich vermutet hatte, dass das irgendwie ein Buchverschluss sein könnte, was ich im Übrigen jetzt aber auch nicht mehr glaube. Weil man sieht nämlich hier eine Öse, als wenn da irgendwas, als wenn das irgendwo eingehangen wird. Und die Kette, ja, weiß ich wirklich nicht, was das sein soll. Auf jeden Fall sieht das irgendwie, finde ich, echt cool aus. Ja, und dann war hier noch mittlerweile denke ich nämlich doch, dass das ein Russenstern ist. Und ach so, und dann war hier noch mein hübsches. Ja, das Ding ist doch klasse, wa? Wie sieht Janni? Hat dich das Teil schon mal vorgestellt? Sieht das nicht irre aus? Ist zwar leider auch sehr kaputt. Hat dich hier bei Berlin in den Müggelbergen gefunden. Die Steine rechts und links sind weg. Aber diese rubinroten, es sind Strasssteine, also Glassteine. Aber das sieht doch schon toll aus, oder? Finde ich auch. Also, das ist auch ein Schmuckstück, was ich echt cool finde. Und das muss ich auch ein bisschen korrekter wegsortieren, weil ich es einfach nur hübsch finde. Hat doch was, wa? Wenn man sowas aus der Erde holt und die Steine, die funkeln dann gleich. Also ich finde sowas immer sehr beeindruckend. So, nee, das kommt erstmal alles wieder hier drin. So. Und so, okay. So, was nehmen wir denn jetzt? Wollen wir das nehmen oder uns an diese riesige Ding da wagen? Wir werden einfach mal das Glas nehmen. Wir sind jetzt bei 11 oder 12 Minuten. Also das muss ich jetzt irgendwie. Was geht denn die Lampe jetzt hier aus? Na, sag mal. Die spinnt. Jetzt hier jetzt wieder. So, ich kipp das einfach aus. Na, lass los. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Das ist irgend so eine riesige Messingstellschraube. Messing wird gesammelt. Das sind diese komischen ehemaligen Pfeifen, hatte ich mal im Wald gefunden. Ich denke, dass das für die Treibjagd oder so mal gewesen ist. Aber ich meine, das kann jetzt wirklich weg, denke ich mal, wa? Oh, ich bin reich. Ich sehe, hey. Das kommt unverhofft. Wusste ich ja nicht mehr. So, hier noch 10 Cent. Was haben wir hier? Das sieht aus wie eine D-Mark. Nein, natürlich 20 DDR finde ich, wie immer. Klarer Fall. Kommt hier drin. Ja, das ist so ein Missing-Uni-Talent. Komische Teil kommt weg. Das ist irgendeine Verschlusskappe, kann weg. Was war das? Dachte ich, dass irgendwas drauf ist, kann weg. Schlüssel wird wegsortiert. Hier war noch eine Pfeife, die kann auch weg. Das ist im Übrigen der Rest eines Messers, wenn ihr das noch erkennen könnt. Ja, ich habe so eine große Messerbox, da packe ich es drin, obwohl das natürlich nicht. Ach, das kann weg. Kann auch weg. So, das ist ein Batzen, der kann weg. Das war ein ganz kleiner Keil. Ein kleiner Keil, nee, den muss ich leider behalten. So, wenn ich es behalten muss, ich dann hier rein. Ja, das kann auch weg. Schlüssel bleibt. Ein Lotblei bleibt auch, weil ich auch eine Angelbleikiste habe, weil ich davon einfach ganz viel finde. Hier wusste ich auch ganz lange Zeit nicht, das findet man noch öfter. Das ist ein Teil eines Pinsels. Ne? Hier oben ist der Stiel, hier unten sind die Borsten und hier, wo die Riffelte ist, wurden die Borsten eingeklemmt. Kann aber weg. Kann auch weg. Das ist ein neuzeitlicher Knopf, kann weg. Ach, das ist ein. Ach, guck mal hier an, das wusste ich ja nicht. Das ist ja ein Uhrclip. Aha. Okay, ich halte das Video mal kurz an, mach den mal sauber. Das habe ich noch nicht gewusst, dass das quasi ein Ohrring ist. Na, mal kicken. Ob wir da noch ein bisschen was Schickes rausgekitzelt kriegen. Also bis gleich. Ja, also wie gesagt, dass das ein Ohrring oder ein Ohrclip ist. Also ich kann mich an diese Teil wirklich überhaupt nicht erinnern. Das ist eigentlich ja untypisch. Normalerweise weiß ich noch bei allen Dingen, die einen gewissen Reiz wenigstens dargestellt haben, wo ich es in etwa gefunden habe. Und ich sage mal, wenn ich einen Ohrring finde, dann finde ich das schon immer eigentlich sehr interessant. Ich denke mal, der wird so mit Dreck verbacken gewesen sein, dass ich das Ding als Ohrring überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich denke, es ist ein Ohrring, wobei sich mir eigentlich der Reiz
dieses Ohrrings irgendwie verschließt. Aber Fakt ist, dass das Messing ist. Und ich weiß, dass sie früher so in den 20er Jahren oder noch eher auch bei Taschenuhren eben als Basis oft Messing genommen haben und dann wurden die vielleicht versilbert oder mit irgendwas anderes beschichtet. Und ich denke mal, das wird bei diesem Ohrring das gleiche gewesen sein. Ne? Der wurde von unten so klapp ran. Naja, dann war es rund und jetzt ist es messingfarben und wer weiß, was da früher drauf war. Ne? Da wird irgendeine Beschichtung drauf gewesen, vielleicht mit irgendeinem Motiv oder vielleicht war es auch einfach nur goldfarben. Auf jeden Fall ist es ein Ohrring, der funktioniert noch. Ich finde es total abgefahren, dass diese Mechanik noch funktioniert. Und wollen wir das mal jetzt nicht kaputt machen? Und wie gesagt, ich habe ja schon mal was von der Qualität gerade der mechanischen Geräte von früher gesprochen. Und das sieht man halt auch an diesem Ohrring. Überlegt doch mal, das Ding wird so weit von dermaßen lange in der Erde liegen. Und es funktioniert einfach, das Ding. Ja, könnte ich mir jetzt an mein Öhrchen ranklippen. Ich find das wirklich grandios, ja. So, ich halte noch mal kurz an und werde mal die nächste Schachtel vorholen. So, das ist die wilde, wüste letzte Box. Als allererstes ist mir diese Teil aufgefallen. Ja, das ist auch jetzt erstmal nichts Besonderes. Das ist ein Souvenir, ganz offensichtlich aus London. Diese berühmten roten Doppelstockbusse. Und aufgefallen ist es mir, weil ich mir, der ich ja gerade in London war, auch so ein kleines Souvenirteil zugelegt habe. Das hatte ich vor allem wegen dem sogenannten Union Jack gemacht, der hier dran war. Ich weiß ja nicht, wo ich das Ding gerade habe. Ich finde, dass dieser Union Jack, ich hoffe erstmal hoffe ich, dass das so ausgesprochen wird, sehr cool aussieht. Und ja, und das ist betet erstmal annähernd das gleiche. Das rechte Teil hat sich ein bisschen auf London spezialisiert, aber dargestellt wird eben, werden eben die roten Doppelstockbusse. Auch hier in einem meiner Hauswildei-Fundeteil. Und das Ding original in England gekauft. Ist ja auch ein Ding, wa? So, dann wollen wir hier mal gucken. Das sieht ja auch wirklich ein bisschen verrückt aus. Ah ja, hier weiß ich noch. Dieser VW-Schlüssel. Ja, wie gesagt, kein Hinweis, wem das Ding gehört haben könnte. Aber wie gesagt, das Ding lag auch schon sehr lange in der Erde. Der oder diejenige, wahrscheinlich diejenige, wenn ich sie hier sehe. Die wird sicherlich einen Ersatz haben. So, ja, das ist zum Beispiel noch ein Teil, wo ich bis heute nicht weiß, was da drin ist. Man sieht, dass hier eine kleine Nut ist und man sieht auch, in diese Nut hätte diese kleine Nase gepasst. Tja, ich denke mal, da wird auch irgendwas drin. Ja, klar, war da irgendwas drin und das wird alle gewesen sein. Das ist ein Behältnis, obwohl es sehr schwer ist. Ja, das ist das Erstaunliche. Drin ist, glaube ich, nichts. Aber irgendwann werde ich das schon mal öffnen müssen. Ich habe ein paar Sachen, die ich noch öffnen muss. So, das ist ja, das Vorderteil einer Uhr. Ja, und hier hinter war das. Ach so, nee, hier hinter ist einfach eine Taschenuhrenhülle. Ja. Das Ding hatte ich so ja original, genau diese Teil hatte ich im Internet gefunden. Das war, wurde dort als eine namenlose Taschenuhr beschrieben und hatte einen Wert, aber da war die in Top-Zustand von 50 Euro. Das weiß ich noch, das Ding hat natürlich ja keinen Wert, aber so was behält man natürlich. Was haben wir denn noch? Ach ja, das ist, das hatte ich bei meinem Mega-Münzhortfund gefunden. Das ist ein, ja, von der, das ist ein Teil von der Gardinenstange, das kann weg. Das ist auch TINF. Ja, das ist auch irgendwie was Mechanisches. Da ist ja ist da ein Symbol. Hat da gerade ein Symbol entdeckt? Ist da ein Anker oder was? Hä? Habt ihr da oben einen Anker gesehen? Ich habe da gerade einen Anker gesehen. Muss ich jetzt mal kurz rauskriegen, ob da wie so eine Art Punze ist. Oder hat uns das einfach nur. Ne, da ist nichts, wa? Das sah nur so aus. Ja, das war hier, war irgendwas zum Drehen. Wenn das vielleicht einer weiß, was das war, würde mich das auch interessieren. Das, tja, ist wie so ein. Ja, weiß ich ja nicht, wie so ein. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendein mechanisches Teil. Ja. So, mal wieder kleiner machen.
So, das ist irgendeine alte Schmuckschnalle, das kann weg. Das ist irgendwas Schwere, das könnte Blei sein. Blei sammle ich auch extra. Ja, das ist, ich dachte immer, irgendein Werkzeug, was abgebrochen ist. Ich glaub, naja, obwohl, nee, sehen, seht ihr, sehen sie, jetzt sieht sie euch so ja schon. Das müsste man auch mal öffnen. Vielleicht sind hier noch irgendwelche Aufsätze drin. Wäre einfach interessant. Das ist eine Messingschraube. Das könnte was von einem Koppel sein, weiß ich nicht ganz genau. Schlüssel. Ach so, das ist dieser Griff von einem Rasierer, wie mir erklärt wurde. Das ist ein Teil von so einem Henkelkrug. Warte mal, hier so was habe ich doch hier auch. Wo ist das Ding? Da geht's. Na, ich denke mal, genau diese Teil da oben ist. Das eben auch. Nur das hier auch irgendwie ja nicht. Naja, hier ist so ein bisschen hübsch. Ein bisschen hübsch. Ja, ich tue mich halt auch immer schwer, mich von sowas zu trennen. Ist einfach so. Oh, das Ding finde ich ja auch so geil. Das ist dieser Türgriff. Gut, jetzt bin ich kurz abgeschweift. Ja. Ist hier noch was Interessantes? Diesel. Kann auch nicht wirklich alt sein. Achso, das waren diese Jägerknöpfe, nehme ich mal an, dass das Jägerknöpfe waren von irgendeiner Jägertracht vielleicht. Die hatte ich zusammen mit einem Messer gefunden, weiß ich auch noch. Das ist irgendwie wahrscheinlich ein altes Kofferschloss. Eine alte Kofferschlossblende kann weg. Ach, das ist ja auch abgefahren. Telefunken. Ich denke, dass das was Altes ist und ich möchte fast behaupten, dass das auch aus dem Dritten Reich ist. Also Telefunken ist ja eine alte deutsche Marke und sieht auch cool aus. So 22 Minuten, ich glaube, ich muss aufhören, sonst kann der wirklich hochladen. Ja, ein Video werde ich wohl noch machen und dann bis gleich, ja?